Sei ganz herzlich willkommen zum Türchen 2 und damit zu folgender Inspiration. Das Geschenk des inneren Wachstums als eine Weihnachtsbotschaft. Denn die Feiertage können für viele Menschen eine Zeit der Freude und des Zusammenseins sein, aber für diejenigen, die mit Trauma und offenen emotionalen Wunden kämpfen, können sie auch eine ganz, ganz große Herausforderung darstellen. Und als erstes ist es wichtig zu begreifen, dass diese Traumata nicht unsere Identität bestimmen. Sie sind vielmehr ein Beweis für unsere Widerstandsfähigkeit und Stärke. Natürlich, dass wir gewisse Ansichten, gewisse Seiten, gewisse Persönlichkeitsmerkmale uns entwickelt haben. Aber das alles sind nicht wir selbst. Das ist nicht unsere Identität. Und all die Folgen unserer frühkindlichen Wunden sind als Schutzmechanismen und schützende Mauer bis heute noch da. Was uns aber tatsächlich ausmacht, ist etwas völlig anderes. Es geht darum, unsere Vergangenheit zu verstehen, uns selbst zu verstehen, unsere damaligen Reaktionen und daraus auch die heutigen Reaktionen, die wir nicht selten noch an den Tag legen, zu begreifen. Sie mit all der Trauer oder Wut und Schmerz anzuerkennen und sie dann als Sprungbrett für inneres Wachstum zu nutzen. Um diese offenen Wunden in Stärke zu verwandeln, ist es unerlässlich, sich selbst liebevoll zu behandeln und sich bewusst Zeit für Selbstfürsorge zu nehmen. Für echte Selbstfürsorge. Und jetzt 5 Tipps und Einladungen für dich zu diesem Thema. Ich lade dich wirklich herzlichst dazu ein, dass du den Druck herausnimmst. Den meisten Stress erzeugen wir uns selbst. Wahrscheinlich hast du dich auch schon öfters ertappt, indem wir uns Ziele setzen, die nicht machbar sind. Indem du auf dein Toleranzfenster achtest und nur das angehst, was dir wirklich auch gut tut, sorgst du dafür, vermeidbaren Stress tatsächlich auch zu vermeiden. Meine zweite Einladung an dich lautet, Grenzen zu setzen und sich von toxischen Beziehungen oder Situationen und Umfeld fernzuhalten, die alte Wunden aufreißen könnten. Denn das bewirkt nur Instabilität, die uns zusätzliche Energie raubt, die Balance wiederherzustellen. Insbesondere jetzt um die Feiertage ist es so wichtig, dass wir auf unsere Selbstregulation achten und alles, was diese gefährden kann, wir bewusst meiden. Meine dritte Einladung, vielleicht magst du Momente der Ruhe und des Rückzugs zu ermöglichen, um in dich selbst hineinzuspüren und die Gefühle anzuerkennen, die durch die Feiertage hervorgerufen werden. Wenn du mit Ruhe schwer umgehen kannst, lade dich auf große Spaziergänge in der Natur ein und reguliere dich durch die rhythmische Bewegung des Körpers, wenn du magst. Meine vierte Einladung an dich lautet, dass du dir selbst Mitgefühl gönnst und du den Versuch praktizierst, dir selbst für vergangenes Leid zu vergeben. Indem du deine Emotionen anerkennst und ihnen Raum gibst, kannst du lernen, mit ihnen umzugehen und sie zu verändern. Meine fünfte Einladung an dich. Es kann auch hilfreich sein, freundschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel Heiligabend nicht alleine verbringen zu müssen. Aber vielleicht magst du die Feiertage einfach als Möglichkeit zu nutzen, dich selbst zu stärken und einen Neubeginn im Leben zu starten. Zum heutigen Türchen möchte ich dich dazu einladen, dass du womöglich eine Reflexion machen möchtest, und zwar, was bedeutet für dich
Geschenk im Leben und ist ein mögliches inneres Wachstum für dich ein Geschenk? Vielleicht magst du dir die Frage stellen, was brauche ich? Und dann die zweite Frage, was brauche ich wirklich? Wenn du magst, kannst du in dein Heftchen diese Gedanken, diese Erkenntnisse dann auch wieder festhalten. Und ich wünsche dir auch hierbei ganz, ganz viel neue, vielleicht Ideen, ganz neue, vielleicht Wege oder Impulse für dich auch, für den weiteren Verlauf deiner Heilung. Und erstmal bis zum nächsten Türchen. Alles Liebe, Gabriela.